Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr meine glitzekleine Minecraft-Kanone Fire Knight, zu Deutsch Feuerkrieger, baut. Und alles in allem ziemlich simpel. Es besteht aus einem Timer und einem kleinen Kanonenlauf. Also fangen wir einfach mal an mit einem 3x8 Rechteck. Gut. Und das passt so. Und jetzt zählen wir ab. 1, 2 und beim dritten zerstören wir einen Block. Und 1 und beim zweiten von hinten zerstören wir einen Block. Jetzt springt da einfach mal hoch und macht zwei neue Blöcke drauf. Platziert hier oben TNT. Ach, TNT. Ich bin doof. Ich meine natürlich Redstone. Und jetzt platziert ihr hier Redstone. Und hier. Und hier könnt ihr auch gleich noch kleine Linie machen. Und jetzt platziert ihr hier eine Redstone-Fackel. Und platziert einen Block hier drauf. Jetzt noch hier ein Block und hier ein Block. Und jetzt, hier ist dieses Loch. Jetzt platzieren wir hier dahinter ein und hier. Okay, jetzt wird es wieder Zeit für Redstone-Fackeln. Ihr platziert hier eine. Also in jedem dieser Lücken platziert ihr eine Redstone-Fackel. Okay. Hier, auf diesem Block, der über der Redstone-Fackel steht, platziert ihr ein Redstone. Und das müsste auch gut sein. Okay. Jetzt macht ihr eine zweite Schicht oben drauf. Okay, jetzt geht er wieder runter und platziert hier Redstone-Fackel. Ich hoffe, ihr kommt mit, aber das ist echt derbst einfach. Okay, jetzt nehmen wir wieder Redstone und platziert es hier. Hinter jeder Fackel, außer hier unten. Also, das heißt wieder hier Redstone. Jetzt hier. Und hier. Und platziert hier. Okay, jetzt gehen wir wieder rauf. Und jetzt platziert ihr hier an der hintersten Fackel einen Block und dann hier drauf ein. Also damit es praktisch ein Schachbrettmuster gibt. Nur eben etwas winziger. Okay, jetzt platziert ihr Redstone-Fackel. Ihr seht, hier ist praktisch diese Stufe. Also machen wir es in diese Richtung. Jetzt geht ihr hier hin. Und an dem hintersten platziert ihr es so. Einfach jetzt so und so. Jetzt fehlt noch ein wenig Redstone. Das platziert ihr hier in den Lücken. Einmal hier, dann noch hier. Nein, hier war es nicht. Falsch. Und hier. Ihr seht, es wird rot. Jetzt können wir eigentlich mal einen kleinen Testlauf starten, ob es auch so funktioniert, wie wir wollen. Ihr seht, sie ist nicht an. Und jetzt nehme ich einfach mal Bodenplatte. Und platzieren wir das hier. Wenn wir es mal drauf dapsen. Ihr seht, es geht an und wieder aus. Funktioniert doch alles tadellos. Schön. Jetzt fangen wir mit dem Kanonenlauf an. Das ist mir das Einfachste. Eigentlich ist das Einfachste. Ihr macht jetzt erstmal eine Linie aus 5 Blöcken. Und geht es hier erstmal ein Stück hinter. Ihr könnt sie beliebig verlängern später. Okay, jetzt zählt ihr ab 1, 2 und platziert am dritten den ersten Block. Hier platziert ihr noch einen drauf und davor, damit es eine gedrehte L-Former gibt. Jetzt verlängern wir das Ganze noch ein wenig. Okay, und jetzt haben wir hier zwei Platz. 1, 2. Und jetzt, also praktisch diese oberste Linie muss 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke lang sein. Ihr könnt es natürlich auch noch verlängern, wenn ihr Lust und Laune habt. Und jetzt, auf der anderen Seite genauso, ihr seht. Und hier, damit das Wasser dann später nicht rausläuft. Schön. Jetzt platziert ihr Redstone hier oben drauf. Platziert den Redstone nicht hier vorne, weil wenn ihr hier mal TNT platziert, dann geht das gleich mit los und eure Kanone würde drauf gehen. Und ich glaube, das nicht ganz so schön.
Okay. Das können wir hier eigentlich noch verlängern. Und diese beiden Sachen verbinden wir jetzt einfach. No. Das macht ihr hier die Linie weiter. Und platziert euer krasses Teil hier. Ja, genau so. Hier können wir jetzt einen Knopf dran platzieren. Das können wir mal drücken. Wie ihr seht, hat es nicht ganz gereicht. Hier. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Ah, nein, jetzt weiß ich, wie wir es machen können, damit es reicht. Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Jetzt dürfte es eigentlich gehen. Stellen wir uns mal hier rauf und gucken mal. Weil das ist diese blöde Begrenzung bei Redstone. Na, das klappt doch alles wunderbar. Und da wir das hier hinten gesichert haben, können wir jetzt auch unser Wasser platzieren. Aber das könnten wir am Ende machen. Weil es kommt noch mal ein lustiger Teil, wo alles überschwemmt werden könnte, wenn ihr nicht aufpasst. Okay. Hier machen wir gleich mal eine Begrenzung. Und jetzt buddeln wir noch eins weiter runter. Gut. Jetzt platzieren wir Redstone-Fackeln hier. Achte darauf, dass es genau in der Mitte ist. Das ist der Zünder für das TNT, das dann drauf liegt. Ich werde ein paar Fackeln platzieren. Ein Sekündchen. Ja, ganz wenig. Gut, okay. Dürfte reichen. Und jetzt haben wir das hier. Jetzt buddeln wir mal seitlich rein. Shane. Jetzt platzieren wir hier einen Block. Genau neben dem. Und hier einen Block. Das sieht doch schön aus. Jetzt platzieren wir Redstone hier. Hier. Und hier, damit die verbunden sind. Buddeln noch ein wenig weiter rein. Ihr dürft eigentlich mitkommen. Ich stehe da sagen, das wird euch nicht überfordern. Und jetzt einfach nur noch so. Ein kleines wenig. Ja. Das musste ich jetzt mal zerstören. Und wenn wir jetzt runtergehen, werden wir sehen, ob alle aus sind. Oh, 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 oh. Wenn jetzt alle... Oh, wir benötigen dann doch noch etwas. Wieder so eine Verlängerung. Wir haben zwar noch keine genutzt in diesem Video, aber Verlängerungen sind im Endeffekt extrem einfach. Macht drei Blöcke hier frei. Das Redstone hier. Platziert einen Redstone hier unten. Und jetzt platziert ihr einen Block hier. Macht da Redstone ran. Platziert auf diesen Block. Das. Und macht es so. Und ihr seht, alle sind aus. Na, das hat auch wunderbar geklappt. Und damit sind wir auch schon fertig mit der Kanone. Das könnte sich noch eine Menge schön gestalten. Und da wäre die Sache auch schon geklärt. Schließt das jetzt noch mehr. Shane. Jetzt können wir unser Wasser platzieren. Das Wasser platzieren wir hier ganz hinten. Nein! Du Arsch. Wisst ihr, dass ich das Wasser in Minecraft hasse? Shane. Gut. Jetzt probieren wir es. Hier dürft ihr eins platzieren, aber nicht ganz hinten. Sonst wird das Wasser später nicht mehr vorfließen. Also immer genau aufpassen, wo ihr euer TNT platziert. Oh, 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 ein was haben wir vergessen. Platziert noch Gestein hier. Weil sonst könnt ihr euer euer TNT zur Seite ausweichen. Und drauf fallen. Auf dieses Stein.
auf dieses Gestein und eure Kanone würde glorreich in die Brüche gehen. Gut, okay. Fangen wir jetzt einfach mal an. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr seht, und es hat gezündet und wow, wow, wow. Das hat auch alles schön geklappt und ich danke euch fürs Zuschauen. Das ist alles von mir, Jens. Ja, please rate, comment, subscribe and watch my other videos. Das auf Deutsch zu sagen ist doof. Dann, okay, tschüss. Zum Abschluss noch ein kleiner Schuss. Okay. Tschüss. Yay.